Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Howdy, dame. Ja, geht so. Ich hab meine Kleider verloren, was die Frau Waldorf mir extra gekauft hat. Oh nein, was kosten so Kleider? Das weiß ich nicht, ich hab's ja nicht bezahlt. Das hat die Frau Waldorf mir ja geschenkt. Und einen geschälten Gauss haut man ja nicht ins Maul. Außer der Hildegard, weil da muss ich mal schauen, wie ihre Zähne sind. Weil die frisst immer Scheiße. Bitte. Was haben Sie mir denn da reingesteckt? Nee. Das sind ja 15 Dollaris. Ja, kaufen Sie sich was, was so ausschaut. Da kriege ich ja zwei Schnaps. Dann kaufen Sie sich zwei Schnaps. Gehen Sie später auch in den Salon? Man hat ja offen. In Tennessee, 22 Uhr. In Tennessee? Na klar, da können Sie mir ja einen ausgeben. Ich habe gerade leider einen Termin. Ich suche einen Mann. Sie suchen einen Mann? Ja. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Wie ist denn Ihr Name? Penner. Wie bitte? Penner. Tenner? Penner. Penner? Ja. Nein, also so nennen die Leute mich immer. Ach so, und wie hat sie Ihre Mutter genannt? Die hat mich auch Penner genannt. Und was steht auf ihrem Ausweis? Die hat versoffener Penner gesagt. Ich weiß es nicht, ich kann nicht lesen. Aber wissen Sie, was ich gut kann? Was denn? Was ich Sie gerne fragen würde? Was denn? Dürfte ich Sie mir gerne angeln? Ich habe auch meine Rute dabei. Probieren Sie es. Ja, 22 Uhr Tennessee. Ich weiß nicht, wo Tennessee ist. Ich auch nicht. Okay. Wir werden uns schon wiederfinden. Wir sind jetzt verbunden. Sehr gut. Wir sehen uns wieder. Das freut mich. Also, 22 Uhr und der erste Tequila geht auf Sie. Okay, klingt sehr gut. Denn ich bin halb Mexikaner, man sagt immer zu mir, ich bin ein Pendejo. Ein Pendejo. Ja. Ja, ich muss jetzt leider schauen, ob hier ein Mann ist, aber sonst gerne. Ah, Herr Mendes, ja, der ist drinnen bei der Telegrammstation, glaube ich. Ah, sehr gut. Oder vielleicht zurück jetzt. Ja, oder im Behandlungszimmer. Grün ist eine ganz schöne Farbe. Ja, wa? Ja. Grün ist eine schöne Farbe, da haben Sie recht. Ja. Ja. Farbe der Hoffnung. Moment mal, sind Sie Billy? Oh shit! Oh, nein. Hey. Okay. Wieso fragen Sie? Ah, ein gewisser Herr Goldzahn Jenkins sucht einen Billy. Wer? Goldzahn Jenkins heißt der Gute. Ja, so heißt er. Ah! Besser, aufpassen. Ich häng fest! Helfen Sie mir! Aua! So, besser? Nein! Es ist meine neue Hose dreckig! Bei mir steht woher kennen Sie Goldsand Jenkins? Oh, der ist mir in Santa Nie beim Weg gelaufen. Wie, der ist hier? Ja, der sucht einen Billy. Sie haben mich nie gesehen. Sie wissen nicht, wie ich bin, haben Sie verstanden? Alles klar. Sie sind sich ganz sicher. Absolut sicher. Er stand live und lebendig. Wie sah er aus? Riesig, ziemlich kräftig. Scheiße, das könnte jeder von diesen Bastarden sein. Ja, Sie sind sich aber sicher, dass er Goldsand Jenkins heißt. Ja, er erzählte mir, dass er. Wie heißt er mit Vornamen? Moment, Jim. Jimmy. Nein, das ist wirklich Jimmy. Nein. Ich hab gehofft von diesen Bastarden, wenn einer zurückkommt, dass es nicht Jimmy ist. Wie hat er das überlebt? Ja, nach der Explosion muss er wohl aus den Trümmern rausgekommen sein. Ich hab ihn doch vergraben!
Echt? Ja, das hat er nicht erzählt. Die, waren, die ganzen Hurenböcke wurden alle vergraben. Na, dann wird er sich da rausgewühlt haben. Ja, hat er deshalb mal die Tage in der Wüste erlebt. Zur Stadt hat es 3 Tage gedauert. Ich meine, er macht einen sehr zähen Eindruck. Ja, das liegt leider an Jenkins. Deswegen bin ich auch schon 65, obwohl ich seit 60 Jahren schon Alkohol trinke. Ja, wahrscheinlich liegt es am Alkohol. Ja, und das Gedächtnis funktioniert. Scheiße, was tue ich denn jetzt? Ach, das Land ist groß. Wie, das Land ist groß? Er ist hier. Der Hurebock müsste eigentlich in Texas sein. Im Grab. In der Wüste. Naja. Woher weiß er, dass ich hier bin? Das hat er nicht gesagt. Er hat sie nur gesucht. Kennt er immer noch oberkörperfrei Raum? Hat er einen langen Zopf an? Oberkörperfrei, ja. Scheiße. Dieser Hurenbock, der hat noch nie was von Kletterpflege gehört. Ja, Mister, Sie regen sich viel zu sehr auf. Wie, ich reg mich so sehr auf? Wissen Sie, was der mit mir macht, wenn er kommt? Ja, Ihr Herz, Mister, Ihr Herz. Ich brauche einen Schnaps. Ich brauche schnell einen Schnaps. Können Sie mir den Schnaps? Ich hatte eher das Gefühl, dass er... Schnell einen Schnaps! Familie sucht. Ich krieg keine Luft. Ja. Ich brauche einen Schnaps. Grüßen Sie Jimmy, wenn Sie ihn sehen. Ja. Wir sehen uns bald, ja. Wie, Sie kennen Jimmy? Ja, ich kenne Jimmy auch. Woher kennen Sie Jimmy? Ja, wer kennt Jimmy nicht? Nee, wer kennt Jimmy nicht? Alle kennen Jimmy. Hat er nicht so ein schwarzes Halsschalmäßig um den Hals? So, Mr. Mendes. Schwarze Hose. Ja, kann mir jemand kaltes Wasser ins Gesicht schütten? Ich muss jetzt nach Santa Nisa, das macht sicher daher. Also soll heute eine Prüfung abnehmen. Du bist derjenige, der die Prüfung abnimmt. Schönen Tag noch, ja. Vergessen Sie nicht, warten Sie, die Dame. Ach, puh, ey. Ich bin ja gar nicht so richtig vorbereitet. Die Dame! Du schaffst es. Gehen Sie nicht weg! Ja, weg ist sie. Irgendwas Besonderes auf? Nein, ich vertraue nicht mehr. Ach so, wer Sie haben mich gelockt. Sie haben gesagt, Sie gehen mit mir um 22 Uhr einen Tequila trinken. Ihr Intern ist hier, weil niemand weiß, wo das ist. Ja, da kann ich jetzt nicht hin, weil Billy könnte auch dort sein. Aber der besucht Sie doch in Rhodes, also sind Sie in Santa nicht sicherer. Ich vertraue nicht. Sie haben schon sowas Gehässiges in Ihrer Stimme. Ich habe gar nichts Gehässiges in meiner Stimme. Schönen Tag noch. Sagen Sie Jimmy, ich bin nicht hier. Ich sage ihm, wie es ist. Ich habe Jimmy einmal gesehen. Habe ihm nicht geglaubt, dass er wirklich seinen Onkel sucht. Und er hat gemeint, ja, dass sein Onkel in Rhodes gesehen wurde. Scheiße. Und deswegen spricht man sich auch hier an. Dann weiß der Hurenbock ja auch, wo ich bin. Ja. Aber ich kann ihm nicht vertrauen. Okay, dann. Wo gehen Sie denn hin? Nach Saint-Denis. Und Sie beschützen mich vor Jimmy. Kleiner Fingerspur, dass Sie mich nicht an ihn verkaufen. Ich verkaufe niemanden. Sehen Sie sich da sicher? Ich bin mir sicher, aber ich weiß nicht, wie lange ich auf Sie aufpassen kann, weil ich bin dann noch beruflich unterwegs. Dann 22 Uhr Tennessee. Ich warte da auf Sie. Wenn ich nicht komme, wurde ich erschossen, ja. Ich weiß zu viel. Digga, Waller Film heute. Saß mit Kartell am Tisch. Wie, Sie wissen zu viel? Na, ich weiß von Jimmy und ich weiß von Ihnen. Ja, da und bin wer, ich nicht mehr sicher. Und wer sucht Sie denn? Na, entweder Sie oder Jimmy, je nachdem, wer mich zuerst findet, wegen dem anderen. Wie, wegen welchen anderen? Na, wenn mich Jimmy findet und weiß, dass ich weiß, wo sein Onkel Billy ist, was mache ich dann? Ja, Sie dürfen Ihnen natürlich nichts davon sagen. Aber ich kann ganz schlecht lügen und dann sieht es in meinen Augen und er schießt mich. Nein. Jimmy ist nicht so. Das glauben Sie, ich habe ihn gesehen. Ja, aber der hat sich geändert. Wie hat sich geändert? Der will Rache. Der wird alles dafür tun, um sie zu finden. 4 Tage in der Wüste und er will direkt Rache von seinem Onkel. Und sie haben doch seine ganze Familie. Was ein undankbarer Hurenbock. Sie haben jetzt doch seine ganze Familie mit Destillen in die Luft gejagt. Ja, das war ja auch meine Familie. Ja, eben. Aber er will Rache, glaube ich. Ich habe sie ja auch vergraben dort. Ja, sehen Sie? Wissen Sie, wie viel Arbeit das war? Die ganzen Penner zu vergraben. nur mit zwei Flaschen Schnaps? Das glaube ich Ihnen. Ja, hören Sie mich doch mal an. Die waren alle, die haben alle viel gewogen. Die waren nicht so schmächtig wie ich. Also wenn, ja. Ich muss jetzt hier aber weg. Also vergessen Sie nicht, 22 Tennessee, wenn Sie nicht mehr kommen, weiß ich, dass Billy was damit zu tun hat. Okay, alles klar. Dann werde ich Sie suchen. Machen Sie das. Okay, und wenn er mich findet, weiß ich, dass Sie mich verraten haben. Ich verrate Sie nicht. Das werden wir noch herausfinden. 22 Uhr Tennessee. Ich bin Ärztin, ich habe Schweigepflicht. Sie sind Ärztin? Sowas in der Art. Aber ich habe Schweigepflicht.
Vielleicht können Sie mir helfen. Wobei? Ich habe seit 30 Jahren Durchfall. Oh. Warten Sie. Es bleibt aber uns, dass Sie sowas bekommen, ja? Bitteschön. Ja, das ist gut. Das könnte eventuell helfen. Sehen Sie? So, jetzt muss ich schnell weg. Ja, machen Sie es. Sehen Sie, der Wind wird schon unruhig. Das ist kein gutes Zeichen. Ist nie ein gutes Zeichen. Wie heißt es denn? Vor der Flut kommt der Sturm. Tschüss. Ich muss schnell weg. Kampflos quält er mich nicht kriegen, der Hurenbock. Los, Hildegard, ich weiß, du bist eine alte Dame, aber du musst so viel Gas geben, wie du noch nie Gas gegeben hast. Audi. Hola, Sir. Entschuldigen Sie? Wissen Sie, wo die Sheriffs sind? Hier werden Sie keine Sheriffs finden. Was haben Sie denn? Ich werde gesucht. Sie werden gesucht? Ja. Warum? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, weil ich ja nicht weiß, ob ich Ihnen vertrauen kann. Können Sie nicht. Aber das wenn weiß Sie ich nicht sagen, könnte ich vielleicht deutlicher werden. Wie deutlicher? Ja, warum werden Sie gesucht, gottverdammte Scheiße? Das ist schon sehr lange her. Dann ist das egal. Gehen Sie in den Saloon und trinken ein. Hat der Saloon schon auf? Ja, der hat auf. Deswegen bin ich ja extra hier. Ja, dann gönnen Sie sich einen ordentlichen Whisky. Ja, vielen Dank. Und vergessen Sie die Vergangenheit. Schauen Sie nach vorne. Ist nicht einfach, wenn die Vergangenheit einen in den Hals atmet. Im Moment atmet der Esel Ihnen in den Hals. Das ist okay, das ist Hildegard, meine Frau. Die darf das. Hier im Westen sind eigentlich zumindest im Dienst keine Sheriffs. Da haben sie sheriff-freie Zone. Und wer sind Sie? Wir sind die Sheriffs des Westens. Wie, Sie sind Sheriffs des Westens? Ja, wir sind die Goldene Company. Wir sorgen hier für Recht und Ordnung. Ach so, also sind Sie Sheriffs? Nein, wir sind die Goldene Company. Aber Sie sind höher wie die Sheriffs. Sheriffs sind Abschau. Genau so sieht's aus. Ach so, also können Sie mich beschützen? Naja, zumindest werde ich Sie nicht zur Fahndung ausschreiben. Ich bin wegen irgendwelcher vergangenen Tate. Ja, das können Sie ja nicht. Sie müssen den anderen in Fahndung schreiben. Welchen anderen? Der mich jagt. Ja, und wer jagt Sie? Mein Neffe. Warum? Jimmy Goldhand Jenkins. Timmy Goldhand Jenkins. Ja, weil ich ihn vergraben habe. Okay. Ich werde mir den Namen aufschreiben und merken. Ja. Und sollte er mir über den Weg laufen, werde ich ihn zur Rede stellen. Es gab eine riesengroße Explosion. Es kann ja mal passieren, wenn man zu tief ins Glas schaut, dass man mal die Destille nicht richtig verschließt. Das wir waren in der Wüste und dann waren wir mit den ganzen Cousins und mit seinen Brüdern und mit Familie von mir. Und dann, ja, habe ich halt die Destille nicht richtig verschlossen. Dann ist die Destille uns um die Ohren geflogen und dann sind die halt alle von der Explosion gestorben, während ich mich mit der dicken Sabine vergnügt habe. Unfälle passieren. Das ist richtig. Und als ich zurückkam, waren halt alle da gelegen. Da habe ich mir noch den Schnaps von den Hurenböcken genommen und habe sie halt ordentlich vergraben. Ja, hab sogar die Goldzähne vom Goldzahn Jenkins auch wieder reingemacht in seinen Mund. Und der vergrabene, Verstorbene, der jagt sie jetzt als Anscheinend, Geist oder wie? Das weiß ich nicht. Also ich bin sicher, dass sie nicht vielleicht heute schon ein paar Whisky hatten. Ich hatte auf jeden Fall schon Whiskys. Meinen Sie nicht, da fehlt noch 1, 2, 3? Da fehlen auf jeden Fall 1, 2, aber ich glaube, er ist wirklich auf der Jagd. Weil wir haben jetzt schon 3 Leute davon berichtet. Wir werden die Augen offen halten. Hier im Westen sind Sie sicher. Hier wird nichts geschehen. Das ist sehr nett, da fühle ich mich direkt sicherer hier. Sehr schön. Dann binde ich jetzt Hildegard an, gebe ihr noch ein Karottchen und gehe ins Salon. Ja, aber bitte vorne das Karottchen rein. Wo rein? Nicht, dass Sie Ihre Frau ins Maul, bitte. Ach so. Weil Sie sagten gerade, das wäre Ihre Frau. Ja, richtig. Genau, die Karotte ist zum Essen da. Das ist gut. Okay, genau. Merke ich mir. Sehr gut.
Okay. Vielen Dank. Hola. Dann bis dann. Tschüss. Gut, einen schönen Abend, Dean. Heidi ho, Jenkins hier.